Hey Luki, was kochen wir heute? Heute kochen wir eine Currywurst. Eine Currywurst? Aha, ja, grimmig. Und was brauchen wir da alles? Ein Navigino. Aha, ein Navigino, genau. Ein Topf oder ein Anziehtopf. Genau, es geht auch mit einer Pfanne. Wir haben jetzt in unserem Fall so einen 3,5 Liter Bräter. Man kann aber ein bisschen Hähnchen nehmen, einen 5 Liter oder eine Pfanne. Okay, ist egal. Und was brauchen wir noch? Ein gescheites Messer. Oh, da haben wir das Gute von AMC. Ja, mit dem wird das ganz gut. Und ein Piepser. Okay, ohne Piepser geht nichts. Ja. Und ein Deckel. Ein Deckel. Und natürlich die Currywürste. Also, was wir jetzt schon mal machen, wir können ja schon mal unseren Navigino vorheizen, beziehungsweise den Topf. Das heißt, wir nehmen unseren Pieper, drücken rechts auf die Taste, dann kommt das Symbol, das um den Punkt läuft. Und dann setzen wir das Ganze auf und dann zweimal drehen, bis der graue Pfeil über dem grünen Feld beim Kotelett ist. Und dann kommt das Kotelett im Display. Und dann heizen wir das auf. In der Zwischenzeit müssen wir unsere Würstel ein bisschen einschneiden, gell? Das kannst du schon, oder? Ja. Also man muss schauen, dass man gerade schneidet. Aha. Oh Wahnsinn, wie das Messer schneidet. So brutal. Genau, und dann eine Kreuzer rein, gell? Und jetzt so. Ihr könnt es immer ein bisschen weiter auseinanderschieben, dass du wisst wo du es einschneiden müsst. Ja, der Luki ist einfach ein totaler Profi, gell? So bin ich halt. Wunderbar. Zeig mal ein bisschen her, wie das ausschaut jetzt da. Nein. Genau, und dann sieht man praktisch da die einzelnen Kretzel. Okay? Genau. So, jetzt haben wir fertig mit dem Schneiden und dann machen wir gleich weiter. Okay, also wir haben jetzt praktisch schon so gut wie heiß. Man sieht, der rote Zeiger ist jetzt genau im richtigen Bereich. Und jetzt wird es auch gleich piepsen und dann können wir unsere Würstel einlegen. Und die haben jetzt schon alle angeschnitten, sieht man es. Also, nur so, dass du wisst, wie. Ja, das piepst ja schon. Genau. So, dann machen wir auf. Und dann legen wir unsere Würstel alle rein. Wichtig ist, dass man die Wurst einmal ganz kurz bewegt, weil sonst geht die gerne ein bisschen an. Also einfach schnell reinlegen und ein bisschen bewegen. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, also nur, dass du wisst, wir haben, also ich habe ja die Würstel nur auf einer Seite angeschnitten. Man sollte aber auf zwei schneiden. Also die haben oben und unten angeschnitten, gell? Ja. Genau. So, dann heben wir unseren Topf da rein und drehen den Navigino auf die andere Seite. Und dann geht es auf Stufe 2 und macht das Ganze, indem der Piepser erst ausgeschalten sein muss. Dann zweimal einschalten, dann kommt das blaue Licht und dann sagt es 10 Minuten. Und dann geht es jetzt einmal auf 2 Minuten. Und nach 2 Minuten kontrollieren wir. Da ist ja jede Wurst aber ein bisschen anders. Also lieber nach 2 Minuten einmal schauen. Es geht ja voll schnell. Ja, natürlich geht es schnell. Was meinst denn du? Und dann drehen wir uns die Würstel um. So, die 2 Minuten sind um. Luki, dann darfst du einmal aufheben. Oh, unglaublich, oder? Schaut euch diese Würstel an. Ja, der totale Wahnsinn. Perfekt aufgespreizt. Die schauen super aus. Jetzt brauchen wir schon eine Gabel. Mhm. Und dann normale Gabel halt. Und dann drehen wir jetzt einfach unsere Würstel um. Gell? Das geht ganz einfach daher. Schiebst du einfach rein und drehst es so um. Ja, auf der anderen Seite haben sie nicht ganz so viel, da haben sie ein bisschen kasig. Gell? Genau. Weil jetzt müssen wir ja die zweite Seite noch machen. Und die haben wir jetzt schnell alle umdrehen und dann legen wir noch mehr auf. Ja. So, jetzt haben wir es alle umgedreht. Die schauen ja da auch schon fast fertig aus. Jetzt legen wir noch mal drauf. Luki macht das. Genau. Gehst beim Navigino auf Stufe 2. Genau. Am Pieper schnappst du und stellst wieder 2 Minuten rein. Genau. Wunderbar. Blaues Licht. Und seht, und so habt ihr es in 4 Minuten
eine super Currywurst. Du brauchst nichts putzen, du hast keinen Gestank. Einfach ein bisschen Ketchup drüber und ein wenig ein Curry und was man dazu isst. Mei, das ist in jedem seine Sache, gell? Ja. Was kann man da dazu essen, Lucke? Also wir haben jetzt nur Pommes, da ist unser Pommes. Das hättest du jetzt gar nicht sagen dürfen. Wir hätten jetzt sagen müssen, dass wir irgendwas ganz was Gesundes essen. Also zum Beispiel einen Salat oder so. Ja. Aber der Lucke ist natürlich wahnsinnig ehrlich. Ja. Also der hat euch wieder alles gesagt. Ja, warte mal. Wahrscheinlich brauchen wir sogar 5 Minuten, weil wir müssen die ja auch noch einschneiden. Oder? Warum die anderen schon eingeschneiden? Ja, nein, aber wenn du es aus der Packung raus tust. Ja, aus der Packung. Also wie auch immer. Gell? Man kann jetzt dazu essen, was man mag, von Pommes bis Salat, alles möglich. Aber das, was wir euch jetzt da zeigen wollen, da geht es jetzt weniger um die Currywurst an sich, sondern halt um jede Art von irgendeiner Brat- oder Grillwurst. Das Einzige, was man beachten muss, ist, wenn man einen Käsegriller macht. Also wenn es eine Wurst ist mit Käse drin, dann tut es bitte nicht ausschneiden. Gell? Jetzt könnt ihr euch ja überlegen, was dann los ist, weil dann läuft ja der ganze Käse aus. Aber normale Würstel einfach aufschneiden und wir zeigen euch jetzt dann gleich das Ergebnis. Also die 2 Minuten sind um. Ja. Luki, dann machen wir die 2. Seite auf. Ha, unglaublich cool. Super schöne Currywürst, keine Batzerei, kein Fettgestank. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen garnieren und dann wünschen wir euch einen guten Appetit. Also natürlich gehen die schön runter, gell? Sagen wir das her. Genau, so schön runter gehen. Und unten ist auch nicht viel drin, gell? Du hast einfach ein Wasser rein und schon ist es perfekt. Legen wir eine raus. Genau. Gleich. Und dann tun wir einfach ein wenig Ketchup drauf. Ja, warte, ich muss eh auch noch. So jetzt drüber, also da her, oder? Ja, so ein bisschen drüber. Genau. Ja, wunderbar. Und ein wenig Curry. Curry. Oh. Deswegen heißt der Currywurst. Also Curry tut jeder drauf, so viel wie der Lucky hat gesagt, er mag nicht so viel Curry. Ja. Papa tut ein bisschen mehr da drauf. Na gut, ein bisschen was. Also, dann wünschen wir euch einen guten Appetit. Magst du gleich mal eine probieren, oder wie? Ja, natürlich. Ah, brauchst du einen Gabi auch zum Schneiden. Stimmt. Kann sein, dass es noch ein bisschen heiß ist, gell? Ja. Mmm!